Am Samstag fand in Tauberbischofsheim eine Kundgebung statt, auf der etwa 1000 Landwirte und Unterstützer für mehr Respekt und Wertschätzung demonstrierten. Es steht nichts mehr in der Mitte der Bevölkerung wie die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist unumgänglich, wenn es um das Vereinsleben geht, wenn es um das Leben im Land draußen geht, wenn es um Gestaltungen geht. Da sind die Landwirte immer mittendrin dabei. Es war notwendig, dass man jetzt auf die Straße gegangen ist. Das Synonym, also Agrardiesel und grünes Kennzeichen, das hat es fast lediglich zum Überlaufen gebracht. Und irgendwann muss man sich dann auch mal melden dürfen. Und das machen wir jetzt. Also ich sehe die Herausforderung, dass die Bevölkerung uns wahrnimmt, dass wir wertgeschätzt werden, dass wir nicht als Gegenpart von irgendwelchen anderen Gruppierungen gesehen werden und dass der Verbraucher uns einfach nur wertschätzt und dass wir dadurch eine Zukunft haben in Deutschland und dass wir nicht darauf angewiesen sind, auf irgendwelche Importe, Billigimporte, sondern dass wir wirklich die heimische Produktion wertschätzen und dafür auch eventuell ein bisschen mehr Geld bezahlen, um unsere heimische Landwirtschaft zu stützen und der Jugend eine Zukunft geben. Also ich will es nicht ganz pessimistisch machen. Ich bin schon vor 30 Jahren auf Demonstrationen gegangen, da ist es um den Milchpreis gegangen. Also es ist eine angespannte Situation, aber ich muss sagen, wir sind ein zähes Volk und wir haben positive Energie, wir wirtschaften nachhaltig. Und ich denke, wir vermitteln das unsere Hofnachfolger auch so. Und das Wichtigste ist einfach nur, dass es auch finanziell möglich ist, einen Hof zu führen. Weil bei allem Idealismus ist es halt auch wichtig, dass man am Schluss einfache Familie davon ernähren können muss. Und ich hoffe, dass das irgendwie machbar wird, dass es weitergeht. Weil es gibt nichts Nachhaltigeres wie Landwirtschaft. Auch der baden-württembergische Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Haug, war vor Ort. Dass der Protest eine Form gefunden hat, die jetzt über die gesamten letzten Wochen hinweg immer eine gute Form war, nämlich eine Protestkultur in einem demokratischen Sinn, wie man sich es eigentlich vorstellt, in der Demokratie friedlich, gewaltfrei, ohne andere zu blockieren. Ich glaube, das Biberach, das war eine Ausnahme, aber ansonsten schlägt den Landwirten dabei auch viel Sympathie entgegen. Und ich glaube, dieses muss man auch nutzen, das muss man auch politisch nutzen. Den Schwung, der sich dadurch ergibt, muss politisch genutzt werden für die Anliegen der Landwirte, für die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern, aber das ist auch gleichzeitig die Anliegen der Gesamtgesellschaft. Und deshalb muss mit diesen einseitigen Belastungen Schluss sein. Ich zitiere unseren Ministerpräsidenten von gestern, der sagt, es war ein schwerer Fehler dieser Bundesregierung, die Agrardieselbeihilfe und die Kfz-Besteuerung beschlossen zu haben. Ja, das war ein schwerer Fehler, lieber Winfried Kretschmann. Aber wir hätten uns jetzt aber auch gewünscht, dass auch die Grüne Partei das sieht, dass es ein schwerer Fehler ist und dass ein Einlenken kommt und dass man auch einlenkt und hört auf das, was tatsächlich an Argumenten vorgebracht wird. Denn, meine Damen und Herren, es geht ja gerade so weiter. Es wird immer gesagt, und zwar zu Recht, diese Beschlüsse hätten das Fass zum Überlaufen gebracht. Ja, das stimmt. Und es ist auch wahr, dass wir in zahlreichen Regierungen, Vorgängerregierungen, dabei nicht unschuldig waren. Aber wahr ist auch die Vorgängerregierungen waren Koalitionsregierungen, wo man auch nicht nur eins zu eins pure Landwirtschaftspolitik leider machen konnte. Und trotzdem haben sich die Belastungen und die bürokratischen Aufwände für die Landwirte sukzessive aufgetürmt und verstärkt. Und es kam immer, mit jeder Legislaturperiode kam Neues hinzu. Was aber ganz besonders problematisch ist, es kommt jetzt aber noch Neues hinzu. Und die Bundesregierung sagt zwar, man hätte die Proteste schon gesehen und man wird sie auch berücksichtigen, aber im nächsten Atemzug kommt das neue Tierschutzgesetz mit einem Tierschutzlabel, das die Rinderhaltung wieder neu weiter bürokratisiert, das wieder neue Auflagen schafft, das die Anbindehaltung verbietet, und zwar im Übergangszeitraum von 5 Jahren. Meine Damen und Herren, da hat überhaupt niemand etwas kapiert.